ich glaube, es war unschwer zu erkennen. Wir werden jetzt über das Kiffen sprechen. Und zwar nicht, weil wir das beide ständig gemeinsam tun. Das würden wir jetzt noch nicht zugeben. Aber Sie haben ein Buch geschrieben über einen Familienvater, der in Norddeutschland eine illegale Cannabis-Plantage betrieben hat. Gibt es den Mann wirklich oder ist das eine Erfindung in Ihrem Roman? Es gibt den Mann wirklich. Ich habe den durch Zufall kennengelernt. Und er hat mir auf einem Fest seine Geschichte erzählt. Ich war bei der Party und kannte ihn irgendwoher. Und dann wurde er mir vorgestellt. Und dann wurde klar, der ist der Mann einer Bekannten von mir, die ich schon deutlich länger kenne als ihn. Und ich dachte, wie kommt das eigentlich, dass ich deine Frau kenne, aber dich eigentlich nicht richtig? Und dann sagte er, ja, hat ein bisschen rumgedruckst. Und später kamen wir nebeneinander zu sitzen. Und es wurde relativ viel getrunken. Und er war sehr laut und sehr lustig und irgendwie ganz interessant. Und irgendwann sagte ich, aber sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Warum kenne ich dich nicht? Und dann drehte er sich um und sagte zu seiner Frau, sag mal, kann ich dem Schmidt hier vertrauen? Und dann dachte ich, ja, ja, geht schon. Und dann erzählte er seine Geschichte und die handelte darüber, dass er Unternehmer war, allerdings in einem ganz besonderen Business, nämlich im Grasbusiness. Und dann kam raus, dass er eine riesige Plantage gehabt hat mit 1500 Pflanzen vor den Toren Hamburgs. Und das war so, ich konnte das gar nicht glauben. Und er war schon vor Gericht gewesen und verurteilt worden und wartete gerade auf seine Berufungsverhandlung und erzählte mir so absurde Geschichten aus einer großen Parallelwelt, dass ich völlig fasziniert war. Und was waren das denn für absurde Geschichten? Also ich könnte mir vorstellen, dass es ja relativ schwer ist, sowas geheim zu halten. Ne? Denn das war ja wirklich eine große Plantage. Also wie versteckt man sowas, ganz praktisch gesehen jetzt? Der hatte eine große Halle gemietet, draußen vor den Toren der Stadt. Das war so eine Art Halle, wie es auf dem Land oft gibt, die als Bootshallen dort genutzt werden. Und er hatte extra mit viel Geld Schiffe gekauft, um die Schiffe dort reinzustellen, um die Anlage zu tarnen. Der hat sich Kutter gekauft und Segelboote und auch ein Motorboot da reingestellt. Um nur zu sagen zu können, wenn mal jemand die Anlage sieht, was machst du denn da? Auch ich stelle hier die Schiffe unter für die Freunde. Und das war nur ein Teil des sozusagen des Alibis. Er musste ja auch gleichzeitig erklären, was er eigentlich macht. Und er hat gesagt, dass er für einen großen Baumarkt arbeitet, den es nur in seiner Heimat in Nordrhein-Westfalen gibt. Und dass er eigentlich in der Stadt in Hamburg nicht mehr in Ruhe arbeiten könnte wegen der Familie und dass er auf dem Land dort draußen ein wenig Ruhe finden müsste. Und das war die Geschichte, ist in Ihrem Buch nachzulesen, die er quasi auch den Familienmitgliedern ja aufgetischt hat. Aber da kam es zu relativ großen Verwicklungen. Das war ja nämlich eine relativ teure Lüge. Aber man muss sagen, er war so ein bisschen mehr aus dem Ruhrgebiet und ein einfacher, netter Kerl. Ein bisschen lauter, ein bisschen schriller. Und die Verwandtschaft war so ein bisschen mehr Elbchaussee. Und da gab es so gewisse kulturelle Unterschiede. Und auch am Anfang, kleine, ja, ganz kleine, die Leute, die in Hamburg wohnen, wissen, was da ungefähr gemeint ist. Und dann am Anfang hatten die den gar nicht akzeptiert. Und darunter hat er immer ein bisschen gelitten. Aber irgendwann haben die gemerkt, naja gut, der sieht ein bisschen komisch aus. Der hat vielleicht nicht die Bildung, die wir haben. Der hat nicht den Beruf, finden wir jetzt auch ein bisschen komisch. Aber der hat Geld. Und dann auch in solchen Kreisen, wenn man Geld hat, ist eigentlich alles gut. Dann fragt er auch irgendwann nicht mehr so richtig nach, woher das Geld kommt. Und irgendwann kam es zu einer Versöhnungsparty. Er wurde mit eingeladen, er war ganz froh, endlich akzeptieren Sie mich. Und dann stand diese reiche Elbchaussee-Verwandtschaft um ihn herum und sagte, sag mal, wenn du da bei diesem Baumarkt arbeitest und so viel Geld verdienst, dann musst du doch ein echt verdienter Mitarbeiter sein. Ja, bin ich. Und dann, ja, aber dann kriegt doch so einer wie du, der kriegt doch echt Prozente, oder? Ja, klar, kriegt Prozente. Das ist Logo. Auch typisch für die reichen Elbchaussee-Anwohner, ja, dass die immer noch versuchen, irgendwo zu sparen. Wusste er nicht, worauf wollen denn diese wohlhabenden Leute eigentlich hinaus? Und dann ging er so, du kriegst doch bestimmt mindestens 10%. Und dann, oh, 10%, das reicht doch nicht so bei dir, du kriegst doch bestimmt 20. Und das jazzte sich so gegenseitig hoch, bis er dann irgendwann dachte, das ist wirklich die Stunde meines Triumphs. Jetzt werde ich in den Schoß der Familie aufgenommen und sagte, natürlich, ich krieg 38% oder 35% auf alles, was ihr wollt. Und das sagte er, und das steht in dem Buch auch, und das war tatsächlich auch echt, das wurde der teuerste Satz seines Lebens. Weil an dem Abend war alles friedlich und alle sagten, super Kerl, toll, so geht's weiter. Und dann, Tage später, fing die Verwandtschaft an, Bestellungen reinzureichen. Ne? Und was dann kam er, sagte dann irgendwann, Auftrittsrasenmäher für 20.000 Euro, 50 Quadratmeter große Plastikteiche, Carports Deluxe, je teurer, desto besser. Er sagte, ja, ich hatte 38%. Ja. Ne? Und die musste er natürlich, weil es natürlich diesen Baumarkt nicht gab, es gab diesen Beruf nicht, die musste er alle privat finanzieren. Das heißt, ein Teil der Drogen wurde nur noch angebaut, um das Alibi zu finanzieren, damit die Verwandtschaft den 50 Quadratmeter Teich in den Garten platzieren kann. Und er sagte,
Also es wurde immer mehr und dann musste er ja gleichzeitig, weil das sollte ja angeblich aus dem Ruhrgebiet kommen, aber es kam ja gar nicht aus dem Ruhrgebiet. Es kam irgendwie aus dem Baumarkt in Altona oder was weiß ich, wo es herkam. Dann musste auch noch der Transport neutral organisiert werden, so dass diese ganzen Aufsitzrasenmäher, Milch, Deluxe für 25.000 Euro aussahen, als ob sie aus dem Ruhrgebiet kamen. Also es war ein Höllenjob. Irgendwann sagt er, ich hatte zwei Jobs. Ich hatte die Plantage und ich war so eine Art Handelsvertreter dafür. Und später, als dann alles nicht mehr so gut lief und er auch nicht mehr so viel Geld hatte, weil er aufgeflogen war, dachte er, manchmal lege ich abends hier im Bett und denke mir, und jetzt ist Tante Gertrud auf dem Aufsichtsrasenmäher Milch Deluxe und rast durch ihren Park und ich liege hier und ich hätte gern das Geld, was ich in dieses Teil investiert habe. Oh, also, Wahnsinn. Sind die Filmrechte, sind die schon weg? Ja, sind schon. Sind schon die Filmrechte weg? Florian erkundigt dich gerade über die Filmrechte. Nein, nicht, dass ich das Geld dafür habe, aber ich gehe mal davon aus, es hört sich so ein bisschen nach Film an, ob die Filmrechte schon weg sind. Also die Filmrechte, die, es gibt Anfragen? Alles klar. Alles klar. Ist das Nico Hoffmann? Der kann sich auch gerne melden. Also es gibt Anfragen und ich denke mir, ich würde das auch gerne verfilmen. Man kann sich das geradezu vorstellen. Aber erstmal ist das Buch jetzt draußen und geht mit dem Buch rum. Aber ich würde das auch als Film. Wenn du jetzt sagst, du kannst dir jetzt auch vorstellen, würde ich sagen, dann wir reden da nochmal drüber. Okay. Das ist ja jetzt hier auch so flüssig und ich habe mich die ganze Zeit gefragt beim Lesen, was daran ist erfunden und was ist Realität. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte von einem Elektriker. Also es gab da mal einen Stromausfall bei der Plantage und das darf natürlich nicht passieren, weil diese Pflanzen sind total sensibel und es muss alles irgendwie stimmen, auch genau die Uhrzeit, es darf keinen Stromausfall geben. Und da steht in dem Buch drin, dass der Plantagenbesitzer einem Elektriker einen Sack über den Kopf gezogen hat, den zur Plantage gebracht hat, dann durfte der da reparieren. Und dann wieder zurück. Das ist doch eine Erfindung von Ihnen, oder nicht? Also es gibt ein paar Sachen, da wäre ich jetzt auch nicht so drauf gekommen, dass man so den Elektriker bestellt. Und deswegen ist die wahr. Und zwar muss man sich das so vorstellen, die Plantage durfte natürlich nicht entdeckt werden, weil, auch wenn das in einigen Teilen nicht so gehandhabt wird, die ist ja illegal. Und wenn man da einen Kurzschluss hat, das sind nämlich hochsensible Anlagen, ich bin jetzt auch nicht der Mann mit dem grünen Daumen, aber ich habe mir jetzt erklären lassen, diese Pflanzen, 1500 Pflanzen, die Elektrik, Starkstrom, laufend ist es zu feucht, irgendwie die Tiere greifen an, es muss laufend irgendwie unglaubliches elektrisches Fummelzeug gemacht werden, dann gibt es ab und zu einen kurzen. Was macht man, wenn man einen kurzen hat? Ruft man an beim örtlichen Elektriker und sagt, hallo, auf meiner großen illegalen Plantage habe ich gerade einen kurzen, könntest du mal bitte vorbeikommen? Das kommt meistens nicht so richtig gut, also hatten die einen Elektriker ihres Vertrauens, der wohnte irgendwo mitten von Hamburg und dem haben sie dann gesagt, pass auf, ich habe den mal Jorgos genannt, es ist wieder soweit, wir haben einen kurzen, dann wurde der in Altona mit einem Sack über dem Kopf oder Tüte hinten auf den Rückwand des Wagens gelegt. Dabei gedacht, der dachte, ist völlig normal. Der dachte, und jetzt kommt nämlich, der war nicht deutscher Herkunft und kannte Deutsch nur als Touristen, der sagte hinterher, 5.000 Euro, Cash of the Tash, für eine Nacht Arbeit, so großzügige Deutsche, habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Und wenn doch alle Deutschen so wären. Und deswegen war der einverstanden mit dieser Methode. Also Sack über den Kopf, Stunde raus, arbeiten bis zum Morgengrauen, Sack über den Kopf, wieder zurück, 5.000 Cash auf die Tasche. Das hat dem auch irgendwie Spaß gemacht. Kiffen Sie eigentlich selber? Nein, überhaupt nicht. Ich bin nicht Raucher und nicht Kiffer. Und also beziehungsweise ich habe vor langen, langen Jahren in der Schulzeit, wie viele, mal so eine kurze Kiffphase gehabt. Aber mein Organismus kann da so gar nichts mit anfangen. Das hat mich immer nur niedergestreckt und schlaff gemacht. Und das ist so nicht mein Naturell, dieses schlaffe Abhängen und so, ich kann nicht mehr, ich will runterkommen. Ich will nie runterkommen. Und deswegen war das irgendwie nicht das richtige Kraut. Allerdings muss ich sagen, ich hatte das auch schon vergessen. Zu Hause in meinem Elternhaus in der Nähe von Düsseldorf gibt es noch so eine Art Schrein, mein Jugendzimmer. Und letztens kam ich so, da war doch mal was. Und da habe ich eine Schublade aufgezogen. Das ist so in dem Urzustand von 1983 gehalten, dieses Zimmer. Und auf der Schublade steht da Reagan gehoben. Das war damals ein alter Konkretaufkleber. Also alles so ein bisschen bizarr. Und ich habe dann die Schublade aufgezogen. Und dann da ich so eine alte Supermarkttüte von einem Supermarkt, den es auch nicht mehr gibt, und zog einen handgemachten Bon raus, den ich schon vergessen hatte. Eine alte Bierflasche, Altbier trinkt man in der Gegend, aber die ist schon seit dann über 25 Jahren nicht mehr genutzt. Also Kiffen ist nicht meins. Okay, das glaube ich Ihnen jetzt mal. Und trotzdem die Frage, ist das Buch gemeint? Das ist ja doch ein sehr heiteres Buch über dieses Thema, das ja noch illegal ist in Deutschland. Das ist schön, dass Sie das sagen, das stimmt. Ja. Ist das ein Beitrag zur Legalisierungsdebatte, die ja im Moment ganz heiß geführt wird? In einigen Ländern ist ja jetzt der Anbau von Cannabis auch legalisiert worden, unter anderem in Teilen der USA.
das Buch hatte nie vor, Debattenbeitrag sein zu wollen, weil ich wollte einfach eine spannende, skurrile Geschichte aus einer riesigen Parallelwelt erzählen. Millionen Deutsche kiffen. Konsum ist in Deutschland nicht verboten. Das vergessen viele. Das ist so die straffreie Selbstschädigung, nennt sich das rechtlich. Aber natürlich ist Besitz und Erwerb verboten, beziehungsweise es gibt so Bagatellregelungen. Das ist alles sehr kompliziert. Aber Millionen Leute kiffen. Und in dieser Parallelwelt gibt es eben auch solche Produktionsstrukturen. Und das hat mich fasziniert, weil das immer so, das kriegt man nicht richtig mit. Wo kommt das denn eigentlich her? In diesem Buch gibt es nichts, was, glaube ich, verherrlicht wird. Es gibt Leute mit Psychosen, es gibt Leute, die sind abhängig, es gibt Gewalt, über die man in der Kifferszene auch nie spricht, weil das ist auch so eine Folge des Schwarzmarktes, wenn da eingebrochen wird. Ja, wen rufe ich denn da? Die Polizei? Hallo, in meine große illegale Plantage ist gerade eingebrochen worden. Nein, auch das wird originell und manchmal auch brutal geregelt, sodass ich mir denke, es ist vielschichtig und wenn das als Debattenbeitrag dann wahrgenommen wird, umso besser. Sie sprachen gerade von einer großen Parallelgesellschaft. Das kommt öfter in Ihrem Buch. Das würde ja bedeuten, dass auch hier in der Runde einige sind, die konsumieren. Das ist ja jetzt auch nicht strafbar, das Konsumieren. Wer bekennt sich freiwillig? Ja, ich finde das albern. Sich nicht zu bekennen. Sie, ab und zu brauchen mal einen Joint. Ich habe Asthma, ich brauche das. Als Medikament. Das finde ich lustig, oder? Ja. Aber Frau Gail, stimmt es, dass Sie bei Ihrer Abschlussfeier in Amerika sich durch LSD in Stimmung gebracht haben? So, kiffen, aber LSD. ich komme aus einer Arbeiterstadt und das war natürlich, ich bin in einer Highschool mit 4000 Studenten und keine Fenster, die sich öffnet von drinnen. Das war so ist ein very intense Atmosphäre und natürlich Leute haben gekifft und wir haben experimentiert mit Drogen back then. Und ich gucke zurück und ich denke, wie bin ich da durchgekommen? Aber ja, es war sehr interessant. Der Abschlussball war sehr bunt. Verstehe ich. Und Herr Wowereit, gehe ich recht in der Annahme, dass das einzige Bekenntnis, was Ihnen noch fehlt, wäre zu sagen, ich kiffe gerne? Ja, aber dann würden, und das Sie mich, ist gut so. Dann würden Sie mich jetzt auffordern, die Unwahrheit zu sagen. Weil ich habe dasselbe Schicksal wie er. Ich rauche nicht, habe auch noch nie geraucht. Also mal einmal gezogen vielleicht. Aber ich konnte gar nicht. Also insofern war ich auch bei uns was auch verfügbar in meiner Zeit, in der Schulzeit. Kann mich noch genau erinnern, Mitschüler, die dann immer meinten, sie müssen lustig sein nach dem Kiffen. Und dann saßen sie auf dem Platz da vor der Schule. Fand ich immer ein bisschen blöd. Aber ich war deshalb auch nicht anfällig, weil ich überhaupt gar nicht geraucht habe. Mhm. Nur hätte man vielleicht auch in Keksen das zu sich nehmen können oder weiß ich was. Aber es war nie mein Ding. Und ich finde auch, also ich bin da immer ein sehr toleranter Mensch. Und ich bin auch jemand, der sagt, jeder muss auch selbst bestimmt leben und soll auch was machen. Und ich kriege auch immer von den Befürwortern, sagen immer, über Alkoholismus redet man nicht, aber man redet über die anderen Drogen. Das ist natürlich so eine Abwägung. Aber ich finde, und da darf man es auch nicht verharmlosen, wenn jemand das vernünftig konsumiert, aus gesundheitlichen Gründen oder aus reinen Spaßgründen, dann ist das sicherlich völlig akzeptabel. Aber es gibt eben sehr viele Jugendliche, die anfällig sind. Und da ist es eine Einstiegsdroge. Und dann geht man weiter. Und insofern, finde ich, kann man das nicht isoliert betrachten, sondern man muss auch immer noch sehen, dass es noch weitere Schritte gibt. Und ich glaube, dass nicht alle gleich mit den ganz harten Sachen angefangen haben, wie Gail, sondern eben sich langsam und sich nie wieder davon erholt haben. Das muss sagen. Ja, aber das ist eine Kreativität doch. Ich bin sehr erleichtert, dass wir unseren öffentlich-rechtlichen Auftrag auch heute Abend dank dieses Wortes erfüllt haben. Aber wie kommt es dann, wenn er so vernünftig redet, dass die Berliner Hanfanbauerszene ihn jetzt betraut? Allerdings muss ich sagen, da könnte man jetzt lange darüber diskutieren. Weil diese Einstiegsdrogenthese, die ist sozusagen schon lange widerlegt. Es gibt eigentlich kein statistisches Material, die das bestätigt. Das sagt man immer gerne. Aber schon das Bundesverfassungsgericht 1994 hat in einem bahnbrechenden Urteil damals gesagt, es gibt wissenschaftlich, kann diese These nicht gehalten werden. Aber es ist erwiesen, dass bei Jugendlichen das wirklich zu Hirnschädigung, genau, das ist ein ganz wichtiger Faktor bei dieser Diskussion. Sie haben mich gefragt, ich wollte das so realistisch wie möglich darstellen. Auch dieser Mann, der sich mehr so als harter deutscher Mittelstandunternehmer verstanden hat. Das fand ich alles sehr skurril und lustig. Es ist völlig klar, dass ich zum Beispiel auch dagegen bin und selbst der Anbauer
war dagegen, Kinder und Jugendlichen dieses Zeug zu geben. Der sagt ja sogar, er selber will nicht mehr mit Kiffern zusammenarbeiten. Genau, die sind alle so schlapp und unordentlich und irgendwie, das mochte er nicht. Er hatte auch mit diesen Leuten zu tun, weil die auf deiner Anlage gearbeitet haben. Er sagte, er hätte lieber beim Arbeitsamt Altona sozusagen sich frische Kräfte geholt, die seine Anlage hätten bestellen können, weil immer diese Kiffer, die kiffen zu viel, die verticken nebenbei das Zeug. Alles sehr kompliziert. Wo sind Sie gelandet heute Abend? So gucken Sie die ganze Zeit. Aber Sie haben natürlich recht, diese Diskussion ist sehr interessant. Und ich glaube, ich bin sehr froh, dass in den letzten Wochen in Amerika folgend auch diese Diskussion hier stärker geworden ist, weil gerade in Berlin, wir sehen den Görlitzer Park, da Zustände, die will natürlich kein Mensch. Wo der Schwarzmarkt, der unkontrollierte Schwarzmarkt, führt zu Zuständen, wo jeder alles verkauft und jeder alles kaufen kann. Ich glaube, das ist für Kinder und Jugendliche wirklich der gefährlichste Ort. Deswegen gibt es sehr viele Stimmen, die relativ vernünftig klingen, wo man sagt, ein regulierter staatlicher Markt kann den Jugend- und Konsumentenschutz viel besser durchsetzen als diese Wild-West-Verhältnisse, wie wir sie jetzt überall in der Republik haben. Und so ein ganz besonderer Spot, wo man immer hinweist, Görlitzer Park in Kreuzberg, so Zustände will man nirgendwo haben. Ich möchte nicht, dass meine Töchter später durch Parks gehen müssen. Die sind jetzt anderthalb und drei, aber ich möchte nicht, dass die in 12, 13, 14 Jahren durch solche Parks gehen müssen, wo sie an jeder Ecke angequatscht werden von irgendwelchen Leuten, dass sie Drogen kaufen. Ich glaube, dass man mal ganz vernünftig darüber nachdenken sollte, ob nicht ein anderer Weg, wenn der bisherige nicht gelungen ist, ob es nicht andere Methoden gibt, vielleicht durch solche Schritte, wie sie in Amerika gemacht haben. Aber würden Sie denn das Taschengeld erhöhen, damit die dann in legalisierten Shops das einkaufen? Legalisierte Shops sind natürlich auch in Amerika erst ab 21. Es gibt neue Untersuchungen jetzt in Colorado. In Colorado ist seit der Legalisierung, ich habe gestern noch eine Reuters-Meldung gelesen, der Konsum von Jugendlichen runtergegangen, weil diese Geschäfte, die ab 21 erst das Zeug abgeben dürfen, natürlich darauf bedacht sind, die Lizenzen nicht zu verlieren. Ich sage gar nicht, was besser oder schlechter ist. Man muss da auch mal die Daten sammeln. Man muss, glaube ich, diese ideologische Hitze aus der Debatte rausnehmen und dann mal alle zusammensetzen und sagen, was für Erkenntnisse haben wir, was hat bis jetzt genutzt, was hat funktioniert, um dann daraus die richtigen Schritte abzuleiten. Im Görlitzer Park soll es ja jetzt auch einen Coffeeshop geben als Pilotprojekt. Zumindest die Kreuzberger Bezirksbürgermeisterin ist dafür. Wie sehen Sie das? Da mal ein Pilotprojekt zu starten im Görlitzer Park? Ja, ich meine, man muss ja die Realität zur Kenntnis nehmen. Und insofern ist es in vielen Kreisen bis weit jetzt, weiß ich was, in die 40er Jahre hinein und weiter, heute völlig normal, dass es genommen wird. So. Und dann kann man es auch nicht ignorieren. Also eine gesellschaftliche Wirklichkeit lässt sich dann auch nicht mit Strafrecht da irgendwie behandeln, wenn das, und deshalb gibt es ja die Legalisierung auch der Selbstverbrauch und so weiter und so fort. Aber es sind eben Industrien, die dahinter stehen. Und ich meine, wir lachen jetzt über den Produzenten. Und er regt sich auf, dass jemand das konsumiert. Wozu hat er das angebaut? Es war ja nicht für einen Eigenbedarf. So, das ist ja eine total andere Nummer, wenn da jemand da seine drei Pflanzen auf dem Balkon zu stehen hat. Wie Cem Özdemir, wie wir gesehen haben. Das wissen wir ja nicht, ob das nur Zufall war, Bösartigkeit oder sonst was. Aber er hatte sie auf dem Balkon. So, aber das ist ja professionell zur Gewinnmaximierung angelegt gewesen, dass er wirklich das in den Markt bringt und das hat schon eine andere Qualität. Also da muss ich sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Also ich bin da immer wirklich hin und her gerissen, weil ich weiß, kenne genug Leute, die es nehmen, die haben auch keinen Schaden genommen, aber andererseits weiß ich auch genau, dass es auch wieder andere Beispiele gibt, wo der Schaden da ist. Und immer dieses Totschlagargument, es gibt auch andere Drogen, hilft dann auch nicht weiter, finde ich. Also warnende Worte von Herrn Wowereit und ein Beitrag zur Legalisierungsdebatte von Rainer Schmidt. Dankeschön.